wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Danke. Toll, ne? Direkt ein Applaus am Morgen. Das ist besser als Yoga. Du hast heute Morgen Yoga gemacht, absolut. Ich bin jetzt richtig fit, denn wir haben heute ganze 8 Panels hier auf unserer Bühne 7. Und wird ein langer, aber auch spannender und diverser Tag, oder? Ich glaube, das wird divers. So divers, dass ich vielleicht auch das erste Mal in meinem Leben Yoga mache. aber das ist dann das Gegenteil von Ernsthaftigkeit. Was passiert heute hier? Ja, Playing for Keeps, jetzt wird's ernst, das diesjährige Motto der Media Convention. Und ernst wird's auch direkt im ersten Panel, denn es geht um Abhängigkeit. Nicht um die Abhängigkeit von Schokodonuts, aber um die Abhängigkeit unseres Bewegtbildkonsums von Monopolplattformen wie YouTube, Facebook, Netflix und Co. Ja, es gibt keine Alternativen zur Schokolade, das wissen wir, aber vielleicht sollte es welche geben. Das wird Thema sein. Ansonsten ist der Tag voll mit spannenden Themen. Kurz Werbung zu dieser Bühne. Wir sind der medien- und netzpolitische Programmteil der Media Convention. Also das werden Sie wahrscheinlich wissen, sonst wären Sie heute nicht hier. Ansonsten vielleicht noch ein paar Grundinformationen. Hashtag MCB19. Falls Sie etwas wahnsinnig Tolles, Innovatives finden, direkt raushauen, bitte. Das würde uns freuen. And for the English-speaking audience, there is a box over there behind those people. You have to fight through them to get your headset and then you'll understand what they are screaming. Ja, und für diejenigen Leute, die jetzt vielleicht beim ersten Panel dabei sein können, aber auch Interesse haben, andere Panels zu sehen, Alex Berlin überträgt unsere gesamte Bühne komplett live den ganzen Tag. Hinten gibt es einen Fernseher und ansonsten auch über das berühmte Internet. Dort kann man auf alexberlin.de gehen und sich unsere Panels dort auf dem digitalen Bildschirm anschauen den ganzen Tag. Genau. Bevor wir jetzt gleich weitergehen, vielleicht noch ganz kurz zu uns. Sie werden uns wahrscheinlich nicht kennen. Daniel Budimann ist mein Name. Ich bin einer der Gründer von Rocket Beans TV. Ich mag Videospiele. Ja, und ich bin Rebecca Weldner, ich bin tatsächlich noch Studentin, aber mal schauen, was kommt. Mal gucken, was hier passiert. Vielleicht wird sich ja unser Keynote-Sprecher irgendwie engagieren, das weiß man nicht. Ja, denn das hoffe ich mir. Nur ehrlich, deswegen mache ich das hier, ne? Ja, ganz ehrlich, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie sein Lebenslauf ist. Es interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht, weil ich habe ihn auf allen Konferenzen Deutschlands getroffen, weiß, dass er, glaube ich, komplett die deutsche Medienlandschaft berät, kuratiert. Absolut. Und der Saal ist ja voll. Wer von Ihnen hat schon mal ein Panel von Bertram Google gesehen? Einmal die Hand hoch, bitte. Das ist schön. Also alte Gesichter. Ja, ein paar. Und alle, die ihn noch nie in Aktion gesehen haben, wir freuen uns, dass er sich wieder die Zeit genommen hat, heute sehr tief in die Medienlandschaft zu gehen mit dem Thema Beyond Platforms. Ein Neuanfang jenseits von Facebook, YouTube und Co. Vielleicht hat er ja Alternativen zur Schokolade. Was denkst du? Na, ich denke schon. Der hat bestimmt einiges in seiner Tasche. Ja, alles klar. Okay, herzlich großen willkommen, Bertram Google. Ja, guten Morgen. Ich fand die Donut-Analogie wunderbar, weil ich glaube, genauso diese Abhängigkeit von Süßigkeiten trifft es vielleicht ganz gut. Und darüber werden wir heute auch ein bisschen sprechen, wenn es darum geht, jenseits der Plattform zu schauen. Dorthin zu kommen, ist ein Weg, ein langer Weg. Und deswegen habe ich uns eine Karte gemacht, durch die wir heute durchgehen. Wir fangen hier irgendwo an, wir haben einen Startpunkt. Wir müssen durch ein Tal der Tränen gehen. Wir müssen dann irgendwie die Grenze überwinden und dann sind wir im Jenseits. Und dabei müssen wir aufpassen, dass wir irgendwie nicht in die Wildnis abdriften. Oder anders gesagt, wir kommen aus TV Town, wir gehen durch Plattform City über Startup Village in den Neuanfang. Das ist der Plan für heute, darüber geht's. Und wir gehen direkt rein und müssen uns ja immer so ein bisschen unsere Anfänge bewusst werden, nämlich Fernsehen oder Rundfunk, da kommen wir her. Und wenn wir darüber reden, dann ist es im Kern, müssen wir über Kontrolle reden. Im Rundfunk geht es um Kontrolle. Und diese Kontrolle, wenn die aufbricht oder wegbricht, dann ändert sich sehr, sehr viel. Wenn sich zum Beispiel die Kontrolle des Blicks und der Spannung aufbricht, dann haben wir plötzlich ganz, ganz neue Arten von Inhalten und Möglichkeiten, neue Genres, die entstehen und die sich entwickeln. Ob das von Vlogs über Let's Plays, über ganz neue Formen ist, die wir so im Internet sehen. Wenn wir über die Kontrolle des Zugangs reden und die wegfällt, dann haben wir plötzlich eine große Explosion an neuen Produzentinnen und Produzenten, die jedes Jahr sich auf den Weg machen und quasi ihre Angebote starten und da draußen quasi versuchen, mit Video ihr Geld zu verdienen oder zumindest was zu bewegen. Wenn wir darüber reden, was es bedeutet, die Kontrolle über die Verbreitung zu verlieren,
dann ist es plötzlich auch möglich, mit einem einzelnen Video eine Reichweite zu haben. Ich muss nicht mehr 24 Stunden Programm machen, ich muss nicht mehr irgendwie ohne Ende viel Inhalt haben, sondern es reicht, wenn ich vielleicht ein einziges Video habe und das kann ich dann über Facebook oder Instagram verbreiten, weil ich da ja so berühmt viral gehen kann. Und wenn wir dann über die wichtigste Kontrolle eigentlich reden, die Kontrolle des Konsums, ne, wir alle müssen uns daran halten, wie andere, was andere entschieden haben, wie wir zu konsumieren haben. Wenn diese Kontrolle wegbricht und wir plötzlich selber entscheiden können, was wir konsumieren, wann wir konsumieren, wo wir konsumieren, dann ist das natürlich für uns alle wunderbar und es ermöglicht uns sehr, sehr viel und Neues. Und von daher ist es ja schön, wenn wir quasi all diese Kontrollpunkte aufbrechen können und was Neues schaffen. Und deswegen kann man sich natürlich die Frage stellen, wo ist denn das Problem, wenn diese tollen Plattformen da draußen uns all das ermöglichen, quasi diese Kontrollen zu umgehen und wir was Neues schaffen. Es ist so viel, wie wenn was Neues kommt, dann kommt es und es ist halt oftmals noch nicht ganz ausgegoren. Wir haben klar kleine Probleme. Das erste könnte man sagen, okay, wenn wir uns YouTube über die letzten Jahre anschauen, dann waren sie nicht sonderlich erfolgreich mit neuen Dingen. Ne? Sie haben also Original Channels lanciert, wieder eingestampft, sie haben MusicKey, ein Musikabo gemacht, sie haben Gaming gemacht, sie haben wieder ein Bezahlangebot, sie haben wieder ein Musikangebot und irgendwie immer wieder, wir probieren es, wir stampfen es ein, wir probieren es, wir stampfen ein. Das ist relativ normal, ne? Das ist auch nicht das Kernproblem. Das Kernproblem ist eher das hier. Das sind so ein bisschen die Skandale des letzten Jahres von YouTube, wenn wir darüber mal kurz reden. Kindesmissbrauch, wir haben natürlich Fake News, wir haben sowas Schönes wie Werbeskandale, Betrug, wir haben Propaganda, wir haben Verschwörungstheorien. Also so das, der ganze Blumenstrauß der schönen Dinge, die auf dieser Plattform. Und wie reagiert die Plattform eigentlich immer gleich? Sie sagt, naja, wir löschen, Wir schränken ein, wir demonetarisieren, wir sorgen dafür, dass wir quasi weniger passiert, wir löschen dann nochmal ein bisschen mehr und dann ist alles wieder gut. Das ist natürlich nicht unbedingt sonderlich nachhaltig und man kann sich eben so ein bisschen überlegen, ja, ist es denn nicht irgendwie so wie so ein Kampf gegen Windmühlen? Und wenn ich da draußen irgendwie ein Reporter wäre, dann würde ich mir eigentlich so einen Wecker stellen und sagen, okay, YouTube kündigt was an, ich gucke doch mal, ob das wirklich funktioniert. Wie jetzt zum Beispiel letztens, wir monetarisieren nicht mehr gegen Impfgegner. Kommt keine Werbung mehr vor. Dann gehe ich mal auf YouTube, brauchst da ein bisschen durch und dann sehe ich plötzlich Edeka und Ikea vor Impfgegnern. Kann ich einen schönen Artikel zuschreiben, haben wir wieder einen schönen Skandal, wird wieder was demonetarisiert, wird wieder mal was quasi runtergenommen, wird wieder was gelöscht und wir fangen wieder von vorne an und ich stelle mir den Wecker auf 2 Monate. Dann können wir das gleiche Spiel nochmal machen. Weil das war eigentlich das ganze Spiel, da draußen gibt es einige Journalisten, die genau das tun und die machen ihren Job wunderbar, aber es ist immer wieder das Gleiche und es ändert sich nichts. Und jetzt kann man natürlich aus YouTube-Perspektive sagen, ja, wir hatten echt schlechte Presse, ne? Wir haben da draußen ja noch einen anderen. Und die sagen so ein bisschen, ja, okay, schön, ihr hattet ein tolles letztes Jahr, unseres war besser. Und es zeigt, dass es nicht ein Problem von einer dieser Plattformen ist. Es ist nicht ein YouTube-Problem, es ist ein fundamentales Problem von diesen Plattformen. Und wir müssen darüber reden, was sind denn diese Eigenschaften dieser Plattformen, die dazu führen, dass wir diese Probleme haben. Und da können wir damit anfangen und eines dieser Probleme ist, dass sie sehr, sehr viel abstrahieren. Am Schluss kommt es auf eine Metrik an. Es geht die ganze Firma, tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Milliarden von Nutzern, irgendwelche künstlichen Intelligenzen werden alle darauf optimiert, dass am Schluss eine Zahl besser wird. Da geht natürlich einiges verloren. Man könnte auch andersrum fragen, was soll schon schief gehen, ne? Aber das ist quasi ein fundamentales Problem, wenn wir diese Plattform anschauen, dass bei dieser Abstraktion unglaublich viel Information verloren geht und vor allem eben auch der Blick auf das Wesentliche. Weil würden die Leute, die dort arbeiten, statt auf ihre Metriken mal die Plattform surfen, würden sie verstehen, was passiert. Haben andere gemacht, ne? Die Russen haben das wunderbar hinbekommen. Die surfen mal durch YouTube und denken, hey, da können wir doch mal was reißen. Oder über Facebook oder Instagram und so. Und das ist eben das, wenn ich mir das angucke und qualitativ dort reingehe, dann sehe ich plötzlich diese Sachen und gehe da anders hin. Die andere Sache ist, dass wir quasi diese Plattform immer weiter optimieren. Es wird in eine Dimension optimiert, nämlich wir wollen es einfacher machen.
Einfacher für die Produzentinnen und Produzenten, einfacher für die Nutzerinnen und Nutzer. Natürlich, wir haben 500 Stunden Videomaterial jede Minute, die hochgeladen wird. Prinzipiell wunderbar, nicht so wunderbar, wenn Leute Terroranschläge live streamen. Na, das sollte vielleicht nicht einfach sein. Da könnten wir vielleicht die eine oder andere Hürde ganz gut gebrauchen, dass es nicht einfach nur ein Button ist, den ich drücke und ich bin live. Die andere Sache ist, wenn wir hergehen und dann immer weiter diese Einfachheit verfolgen und dann gleichzeitig den Leuten auch noch beibringen, was sie tun müssen für diese Plattform, ist vielleicht auch keine so gute Idee, wenn wir Sean Lee Jean, 30 aus Kalifornien, der hat sich mal überlegt, ich mache mal so ein paar Verschwörungstheorien, ich denke mir das mal aus, nein, dreh da mal ein paar Videos zu. Wenn ihr mich fragt, ich hätte gesagt, okay, das sollten vielleicht 3 Leute sehen und die sollten ihm sagen, diese Verschwörungstheorien sind Quatsch. YouTube hat andere Pläne, die haben gedacht, wir geben ihm mal 30 Millionen Zuschauer. Und das ist genau das. Und er hat eben gelernt, dass ich mache ein so Video, ich bekomme Reichweite, ich mache ein weiteres Video, ich bekomme mehr Reichweite. Und natürlich reden wir hier nicht über Jean-Li Jean, sondern wir reden über Shane Dawson, wie er auf YouTube heißt, einer der größten Kanäle. Und er ist natürlich ein wunderbares Vorbild für alle anderen, die jetzt auch Verschwörungstheorien auf der Plattform machen. Von daher haben wir quasi auch eine Konditionierung derjenigen, die Inhalte machen. Und die andere Sache, die quasi fundamental problematisch ist, ist, dass wir quasi alle nur Menschen sind. Das eine ist, wir können diese 500 Stunden pro Minute einfach nicht erfassen. Das geht nicht. Und jeder, der behauptet, dass da irgendwo draußen so eine tolle künstliche Intelligenz ist, der lügt, weil das Terroranschlag in Neuseeland hat wunderbar gezeigt, wie das überhaupt nicht funktioniert. Und die anderen Sachen, die wir eben haben, ist, nicht jeder spielt fair. Nicht jeder handelt rational auf diesen Plattformen, ne? Und von daher ist es überhaupt keine Überraschung, dass wenn ein neues Feature gelauncht wird, die ersten, die dieses Feature nutzen, sind natürlich immer die, die irgendwie damit wieder was ausnutzen können. Nämlich zum Beispiel irgendwie illegal Filme streamen über VR oder illegal Filme streamen über Watch Party oder ähnliche von diesen Dingen. Quasi jedes Mal muss man sich eben auch überlegen, was ist denn das Problem mit so einem neuen Feature? Oder wie kann ich das quasi mir Follower kaufen? Wie kann ich irgendwie ein bisschen rumfaken, dass ich ein bisschen beliebter werde? Wie kann ich was vorgeben? Wir haben quasi eben auch da jede Menge Opportunisten, teilweise auch Betrüger, die eben auch mitspielen. Und auf einer anderen Ebene haben wir ein Problem, weil quasi diese Plattformen wachsen. Ne? Sind jetzt schon mittlerweile riesengroß, aber irgendwann ist natürlich auch die Herausforderung, wie können wir noch weiter wachsen? Und eingangs brauchen sie Partner, sie brauchen neue Leute. Sie sagen, versprechen viel, sie sagen, kommt auf unsere Plattform, wir helfen euch, wir wachsen euch, wir kümmern uns um euch. Und irgendwann kommt dann diese Phase, wo sie sagen, ja, wir müssen mehr nach uns gucken, wir müssen eher die Leute klein halten. Und dann kommen wir in diese Extract-Phase. Und das ist, was bei Facebook 2014 angefangen hat. Hier Dina Srinivasan. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, hat einen wunderbaren Aufsatz darüber geschrieben und gezeigt, wie das bei Facebook passiert ist. Bei YouTube sehen wir das genauso, dass eben in letzter Zeit eben gerade nicht mehr die Leute, die die Plattform groß gemacht haben, die viel darauf investiert haben, dass es dieser Plattform heute gut geht, oben stehen, sondern die Leute, die jetzt quasi ihren Inhalt dort abladen, Fernsehsender, Produzentin, quasi die einfach ihre Fokus verschieben und dorthin kommen. Und vielleicht erinnert sich der eine oder die andere mal noch an YouTube-Netzwerke, die gab es auch mal, durchaus gewollt von YouTube, aber eben irgendwann war es nicht mehr genehm und dann haben sie ihnen einfach den Stecker gezogen. Zack, Firmen weg, Leute arbeitslos, neuer Job. Und das letzte Problem, vielleicht auch das wichtigste Problem oder das größte Problem ist, ich nenne es digitale Verschmutzung. Das sind Inhalte wie das hier. Mit computergenerierte Inhalte, Zehntausende von Videos, ohne Inhalt, ohne Sinn, nur optimiert auf irgendwelche Keywords, automatisch generiert, darauf, dass vielleicht irgendwann ein Algorithmus drauf anspringt und diesen Inhalt promotet. Das heißt, wir haben unglaublich viel Müll dort draußen und wir müssen uns einen Weg überlegen, wie wir mit diesem Müll umgehen. Und das Problem ist eben auch, wir sind konditioniert, Informationen zu suchen, mehr Informationen. Da gibt es noch was zu diesem Thema. Das heißt, wir gehen dort immer weiter rein. Wir können gar nicht damit umgehen, so viel Information zu haben. Und damit ist es so ein bisschen wie die Chipstüte oder den Donut, den wir eingangs haben. Wir können nicht aufhören, das zu essen, sondern wir gehen dort rein und konsumieren all das, ohne dass es uns irgendwas bringt.
Und das ist das Problem. Information hilft uns nur, wenn sie uns, wir danach handeln können. Information an sich bringt uns nichts. Aber die Plattform optimiert natürlich nur, dass wir konsumieren, nicht dass wir was damit agieren. Und damit haben wir natürlich jede Menge psychische Probleme, damit haben wir jede Menge andere, von Depressionen über Burnout, über alles Mögliche, was diese Plattform ermöglichen. Und das Fundamentale daran ist es, dass es nicht nur die Leute draußen sind, die das schauen, sondern eben auch die, die produzieren. Weil die Anforderungen an die Produzentinnen und Produzenten mittlerweile so krass sind, dass es eben auch zu Burnout kommt. Jetzt können wir natürlich sagen, was soll's? Und genau das ist das, was wir alle tun. Wir sagen, hey, ist mir doch egal, ich will noch das kleine Video dort schauen, ist doch super. Oder ich will da noch das andere dort gucken. Und so. Den Plattformen geht es heute besser wie jemals zuvor. Mehr Leute schauen, mehr Leute konsumieren. Und selbst wenn wir jetzt sagen, oh, bei Facebook geht hier die Videokurve ein bisschen runter, naja, die haben ja noch Instagram auf der anderen Hand, alles super. Und das sind eben nicht nur die Nutzungszahlen, sondern sind eben auch die Umsätze, die stimmen. Für all die Werbeskandale, die wir in den letzten Jahren hatten, gehen die Umsätze nach oben. Facebook hatte gerade sein bestes Quartal ever. Ne? Die sagen zwar auf der einen Seite, wir nehmen unsere Werbung dort raus und eine Woche später, wenn die Presse wieder weg ist, schalten sie wieder die Anzeige. Es hat einfach null Konsequenz dort draußen. Und es gibt natürlich dort draußen noch andere Anbieter oder andere Plattformen, die diese Kontroversen komplett umgehen. Und die so viel Geld mittlerweile haben, dass sie den Markt eben auch formen können. Und ihr erinnert euch, diese Extract Phase, in der ist Netflix noch nicht, aber sie werden dorthin kommen. Und dann wird es uns genauso gehen wie bei allem anderen. Das heißt, wir müssen uns mal fragen, wie kommen wir denn hier aus dieser Soße wieder raus? Jetzt könnten wir natürlich auch sagen, okay, wir gehen von den Plattformen in die Wilderness. Ich will uns das hier so ein bisschen ersparen, weil da müssten wir irgendwie über LiveLeak reden, 4chan, 8chan, YouPorn, Pornhub und so weiter. Auch ein interessanter Vortrag, aber nicht für heute. Von daher könnten wir ja mal überlegen, okay, was machen denn Startups, was machen neue Initiativen, die versuchen quasi dort den Weg nach vorne zu finden. Das eine ist, dass Medienkonzerne denken, naja klar, wir sorgen jetzt dafür, dass wir zu groß werden oder so groß werden, dass das uns alles nichts mehr ausmachen kann. Ne? Disney kauft 21st Century Fox, Comcast kauft Sky, AT&T kauft Time Warner, Milliarden von Dollar werden investiert, um eben groß genug zu sein, dass man dort konkurrieren kann. Und dann ist die Sache, ja okay, wir haben ja gesehen, das funktioniert wunderbar mit Netflix, wir kopieren das mal, ne? Wir machen eigene Streaming-Plattformen, bauen die auf, wir haben ja jetzt die Inhalte dazu und dann werden wir jetzt in den nächsten Jahren, und das wird erst in Zukunft kommen, weil quasi alle im Moment eher in der Phase sind, wir kündigen mal an, dass wir was Tolles machen werden, aber bevor da irgendwas passieren wird, reden wir über 2021, 2022 vielleicht, wenn die alle dann am Start sind. Und die andere Sache, die wir gerne hören, ist, also wir in Europa, wir machen einen neuen Weg, wir machen europäisches Netflix. Ne? Da gibt es so eine einfache Regel, je mehr Parteien miteinander kommunizieren müssen, umso schwieriger wird es. Und wir werden eine unglaubliche Abstimmungshölle werden und wir werden uns auf nichts einigen können. Wir müssen nur nach Frankreich schauen. Ne? Frankreich hat jetzt, vor über einem Jahr hat Frankreich angekündigt, Salto FR, wir machen ein französisches Netflix. Der letzte Tweet vom Presseaccount ist im Juni letztes Jahres. Wer weiß, ob da noch was kommen wird. Und die Herausforderung ist einfach, dass wir mehr brauchen. Wir brauchen mehr als Inhalte. Wir brauchen was, wo wir hergehen können und Marketing machen können, um die Leute davon zu überzeugen, das zu nutzen. Wir brauchen was, wo wir reinschauen können, wie werden denn die Plattformen genutzt. Wir brauchen was, wo wir quasi technische Expertise haben. Wir brauchen Design, wir brauchen all diese Dinge, um dort was Attraktives zu bauen. Und die Herausforderung ist, wenn wir jetzt sagen würden, ja, ich habe aber diese eine geile Idee. Mit diesem einen Feature machen wir die alle platt. Wir haben leider auch gesehen, dass dieses eine tolle Feature nicht wirklich gut einen Wettbewerbsvorteil auf lange Zeit macht. Ne? Snapchat mit seinen Stories, schön kopiert von Instagram, dann Facebook, dann WhatsApp, YouTube, mittlerweile hat es jeder. Oder Prime Video, ne? Wir erlauben Downloads von Videos, bei uns in der App waren sie die ersten, dann macht es YouTube, jetzt macht es auch Netflix. Hat es irgendwie einen Einfluss darauf gemacht, dass Netflix heute schlechter geht? Eher nicht.
und so. Das heißt, irgendwie Feature werden es einfach nicht reißen. Und dann können wir natürlich sagen, ja, wir setzen darauf die Startups. Ne? Die Startups retten uns oder die jungen Kreativen, die Leute, die quasi noch nicht verstehen, was die Plattform bedeutet. Wir machen das alles. Aber auch da ist es leider so, dass quasi ab dieser Extract-Phase die Wahrnehmung zurückgeht, beziehungsweise immer weniger Leute versuchen es überhaupt noch mit den Großen zu konkurrieren. Und selbst wenn sie es machen, und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht eines der zentralen Probleme, dann geben sie im Moment 40 Cent für jeden Dollar an die Plattform, um User zu generieren. Das heißt, die Plattformen lachen sich ins Fäustchen, weil sie sagen, hey, super, ach, du bist ein Startup, wunderbar, gib uns doch dein Geld. Und so, dann kriegst du ein paar User. Das heißt, wir haben eben nicht diesen Wettbewerb. Und da sind wir schon bei einem fundamentalen Problem, was wir alle eigentlich überkommen müssen, wo wir sagen, okay, wir haben diesen Determinismus. Ne? Wir denken immer Milliarden von Nutzern, Milliarden von Inhalten, riesengroße Plattformen. Und das ist ein schöner Trick, den die Plattformen mit uns machen, weil sie sagen, es ist unausweichlich, wo wir hinlaufen. Ihr müsst zu uns kommen. Wir sind die Einzigen, die da draußen sind. Und dann machen sie schöne Versprechungen, wie zum Beispiel, unser Publikum ist euer Publikum. Ne, so. Sagt YouTube, macht ganze Events darum. Und so, und dann sagen die Leute, ja, ja, klar, super, das ist doch super, machen wir mit, ne? Wir gehen dorthin, wo die Nutzer sind. Wir gehen auf YouTube. Und dann sagt YouTube, ja, gib uns doch Geld. Oder sie sagen, und es ist nicht immer nur Geld im Sinne von, ich überweise Geld, sondern teilweise auch Arbeitsleistung. Wenn ihr euch erinnert an dieses Beispiel mit den Impfgegnern, da liefen fast nur öffentlich-rechtliche Inhalte neben den Impfgegnern. Denkt euch das mal weg, wie YouTube aussehen würde ohne diese Inhalte. Das heißt, was die Öffentlich-Rechtlichen im Moment machen, sie sorgen dafür, YouTube gut aussehen zu lassen in Situationen, wo sie eigentlich ziemlich scheiße sind. Und, so. Und das ist der Preis, den Öffentlich-Rechtliche zum Beispiel bezahlen. Sie produzieren hochwertigen, teuren Inhalt und geben das an die Plattform, dass die Plattform ihre Probleme kaschieren können. Und damit sind wir schon beim zentralen Dilemma. Ne? Wir können sagen, wollen wir diese Plattform nutzen und bedienen oder stärken wir eigene Produkte? Für mich ist das so ein bisschen wie die blaue oder rote Pille. Ne? Matrix. Wollen wir die schöne Illusion weiterleben, wo alles super ist und ich eine geile Sonnenbrille habe und irgendwie fliegen kann und alles Mögliche kann? Oder möchte ich aufwachen in einer Welt, wo alles ein bisschen zerstört ist, ich in Fetzen rumrennen muss und ums Überleben kämpfen muss? Für diesen Vortrag lasst uns mal die rote Pille schlucken und wir versuchen mal zumindest mal rauszuzeigen, wo wir hingehen können. Ein zentrales Herausforderung, was wir machen müssen, ist, dass wir die Regeln ändern müssen. Wir müssen dieses Spiel anders spielen. Wenn wir weiter das Spiel der Plattform spielen und sagen, Milliarden von Nutzern, Milliarden von Inhalten, größer, besser, weiter, werden wir es nicht schaffen. Für mich eine schöne Analogie dort ist Hochsprung. Ne? Es gab die Straddle-Technik. Alle Hochspringer sind vorwärts über diese Dinge drüber gehechtet. Ne? So, alle haben das gemacht. Und dann kam hier Herr Fosbury und hat den Fosbury-Flop erfunden. Hat gesagt, hey, es gibt vielleicht einen besseren Weg. Ich laufe in einem schönen Kreis an und springe rückwärts über diese Dinge. Und innerhalb von 10 Jahren ist jeder Hochspringer und jede Hochspringerin quasi rückwärts über diese Latte gesprungen. Und damit haben sie quasi diesen Sport nachhaltig verändert. Und sowas brauchen wir eben auch für Plattformen. Wir brauchen quasi ein neues Spiel. Lustigerweise ist eigentlich genau Facebook auch das, was sie gerade versuchen mit uns zu machen, indem sie sagen, wir machen diesen Pivot to Privacy, wir ändern die Regeln. Ne? Wenn wir nicht mehr wissen und alles verschlüsseln, was auf unserer Plattform passiert, ja, wo sind wir doch nicht mehr verantwortlich für den ganzen Schrott, der auf unserer Plattform passiert. Also auch dort ist genau der gleiche Trick, versuchen sie dort zu machen, weil sie das Spiel ändern. So, wie können wir quasi dieses Plattformspiel ändern? Das erste ist, wir müssen quasi die Plattform in ihre Bestandteile zerlegen. Wir müssen uns sagen, okay, was machen denn diese Plattformen aus? Wie können wir dort hergehen und einzelne Elemente generieren, die wir dann nutzen? Und da sind wir auf der ersten Ebene, müssen wir über Werte reden. Wir müssen über Infrastruktur reden, wir müssen über Inhalte reden, wir müssen über eine Experience und ein Erlebnis reden und wir müssen darüber reden, wie wir das Ganze verbreiten. Und dann müssen wir versuchen,
dahin zu kommen, dass das alles Standardkomponenten werden. Dass es eben nicht mehr darum geht, dass einer alles macht und einer die einzelne Infrastruktur ist, sondern dass all das ein Wettbewerb stattfindet auf all diesen Ebenen. Dass wir wählen können, dort reingehen können. Und wenn wir über Werte reden, dann finde ich, Miami ist immer ein super Beispiel dafür. Ne? Da kann man super teure Apartments kaufen, der Immobilienmarkt ist Wahnsinn dort und alle freuen sich. Aber andererseits wissen alle, das Ding wird im Meer versinken. Ne? Und was machen sie? Sie tun ein bisschen die Gehsteige anheben und ein paar Pumpen installieren. Und genau das ist, was wir gerade mit den Plattformen machen. Ne? Wir installieren ein paar Pumpen, wir erheben ein bisschen die Gehwegen und denken, wir müssen nicht über Werte reden. Wir haben das Problem gelöst. Dabei müssen wir eben über die fundamentalen Dinge reden. Wir müssen darüber reden, welche Metriken wollen wir, wie können wir dorthin gehen, dass wir sagen, was ist denn unser Ziel, wohin optimieren, wie einfach machen wir es, wie schwierig machen wir es. Und wir müssen quasi das immer auf einer Skala machen. Weil es wird nicht schwarz und weiß geben. Wir können nicht hergehen und sagen, blauäugig, wir machen diese Plattform offen für alle und dann haben wir auch die ganzen Spinner drauf. Wir müssen quasi dort neue Verhandlungen finden. Wir müssen die Mitte finden, die für uns funktioniert. Und dann müssen wir das Ganze eben machen für Menschen. Und Menschen sind eben anders. Menschen können nicht Milliarden von Inhalten verstehen. Niemand hier, also ich kann nicht verstehen, was eine Milliarde ist. Also, ihr könnt es mir vielleicht sagen, aber es ist viel zu groß. Und so. Das heißt, wir müssen irgendwie anders überlegen, was sind denn diese wichtigen Dinge, die wir haben? Worauf optimieren wir? Wie können wir das Ganze menschlich machen? Wie können wir da andere Werte dort reinmachen? Und dann müssen wir das Ganze so offen gestalten, dass die Leute, die quasi sagen, ich will da mitmachen, ich finde es spannend, das machen können, ohne dass wir in dieser Abstimmungshölle landen. Dass sie nicht erst mit 1000 Leuten reden müssen, sondern dass sie sagen können, okay, das sind die Werte, die akzeptiere ich und dann bin ich dabei, kann ich mitmachen. Und dann kann ich nämlich die Herzen und die Köpfe der wichtigsten Leute gewinnen und dafür einsetzen, eben dort Neues zu schaffen. Wir haben offene Plattformen im Sinne von, ich kann dort mitmachen, wenn ich gesagt habe, ja, ich bin dabei. Und dann kommen wir auf eine ganz andere Ebene bei einer Infrastruktur. Zentrale Infrastruktur ist eigentlich immer eine dämliche Idee. Ne? MySpace verliert halt mal so 10 Jahre Musikgeschichte. Ne? Oder hier fast jede Woche kriege ich eine E-Mail von irgendeinem Filmservice, der wieder pleite geht. Und dann sagt er, sorry, du hast bei uns 3 Filme gekauft. Tut uns leid, uns gibt es nicht mehr. Ne? Ist vielleicht nicht so schlau, ein Archiv in private Hände zu legen. Und auch dort gibt es was wir von den Plattformen lernen können. Weil es gibt Elemente, die für sie nicht wichtig sind, wo sie sagen, hey, zum Beispiel Server. Ne? Wir brauchen Server, um unsere Software laufen zu lassen, aber es ist nicht so entscheidend. Das heißt, wir standardisieren diese Komponenten, wir sagen, was wir brauchen und dann kann jeder Hardwarehersteller da draußen diese Komponenten machen und andere können auch noch diese Komponenten kaufen, dann wird es für uns wieder billiger. Gleiche gilt natürlich für Software, wo man eben sagt, okay, ne, wir investieren da rein, gute Software zu machen, aber wir werden eben nie so schlau sein wie alle Leute außerhalb unserer Organisation. Also öffnen wir das, dass andere mitmachen können. Und Probleme lassen sich eben so viel besser lösen, wenn mehr Leute daran arbeiten. Vergleicht mal E-Mail-Spam mit Twitter-Spam. Ne? Bei Twitter arbeitet halt nur Twitter an der Lösung, bei E-Mail jeder E-Mail-Provider auf der ganzen Welt. Von daher müssen wir eben dorthin kommen, wo wir sagen, was sind denn diese Komponenten, wenn wir Videoplattformen machen wollen, die wichtig sind, die wir entwickeln müssen, was sind die Standards, was sind die Protokolle, die wir brauchen, um das anzubieten und wie können wir das so anbieten, dass es Spaß macht. Das ist meine Bank, ich bin da, seit ich so laufen kann, hat eine wirklich hässliche Website, noch schlimmeres Interface und es macht überhaupt keinen Spaß, das Ding zu nutzen. Ist aber nicht schlimm, weil es gibt offene Standards und ich habe irgendwie eine App gefunden, die ist wunderbar, die bietet mir alles, was ich haben möchte. Diese App kann es aber eben nur geben, weil es diese Standards gibt, die quasi in EU-Richtlinien und anderen festgeschrieben wird, dass jeder das machen muss. Und so kann meine kleine Bank von der Schwäbischen Alb eben auch mit den Großen konkurrieren, ohne dass ich quasi plötzlich zu einem der Big Five oder whatever wechseln muss. Und es erlaubt unglaublich viel Vielfalt. Wenn wir in Minecraft reingehen, kann ich sagen, okay, ich mache einen Minecraft-Server, bei dem bin ich Pokémon. Ne? Oder ich bin Minecraft-Server, da bauen wir gemeinsam was. Aber wir haben einen Minecraft-Server,
da schlachten wir uns alle gegenseitig ab. Ist alles möglich. Aber ich habe eine Auswahl und andere Leute können sagen, okay, das ist das. Das heißt, wenn wir diese Standards haben, können wir eine Kreativität ermöglichen, die eben auch eine Vielfalt erläuft. Und so. Das heißt, irgendwie müssen wir dafür sorgen, dass auch die Infrastruktur quasi Komponenten werden, wo ich sagen kann, was weiß ich, ich möchte jetzt für meine Vorträge eine App haben, ich brauche einen Player, ich brauche ein Hosting. Und das Ganze soll am Schluss, weil ich möchte das öffentlich machen, bei Wikimedia gehostet oder archiviert werden, sodass es auch der Nachwelt erhalten bleibt. Wenn wir über Inhalte reden, und da sind wir dann eben genau wieder bei einem dieser Tricks, wo die sagen, ja klar, das ist irgendwie unendlich viele Inhalte. Das sind die, zumindest die ich track in Deutschland, YouTube-Videoprofile auf Facebook und Instagram. Wenn wir diesen Standard anlegen, 1,5 Millionen Videoabrufe im Monat, wo ich so sagen würde, da kann ich vielleicht gerade meine Miete von zahlen, dann sind so viele, die das dort machen. In Deutschland müssen wir mit 1000 Leuten reden, um quasi 80% der Reichweite zu haben. Das ist die Größe, über die wir hier reden. Und das ist jetzt, hier reden wir über Reichweite, aber ich bin mir sicher, wenn wir in Nischen gehen oder Themen reingehen, dann sind es eben auch 1000 Leute. Es sind nicht unendlich viele. Und das ist doch eigentlich eine frohe Botschaft. Wir müssen nicht diesen Tricks folgen, wir müssen nicht diesen Narrativen folgen, sondern wir können da ganz anders mit umgehen. Und das Gleiche ist, wenn wir uns Netflix anschauen und Amazon Prime Video, die sehen größer aus, als sie sind. Das sind nicht so viele Serien, das sind nicht so viele Filme, die sie haben. Und das ist ganz interessant, weil sie es eben geschafft haben, uns alle dorthin hinters Licht zu führen und zu denken, hey, das ist unmöglich, damit zu konkurrieren. Die sind so riesig. Also lasst uns doch ein Netzwerk schaffen mit Inhalten, wo wir sagen, okay, wir haben hier vielleicht meine zwei Vorträge, die sind aber eingebettet in einen größeren Kontext und ich kann quasi von diesen Inhalten die anderen machen und ich habe am Schluss ein großes Verzeichnis, wo all diese Inhalte drin sind, wo wir quasi sagen können, wir konkurrieren wieder auf einer Basis von Inhalten und wir konkurrieren nicht darüber, wer den besseren Player hat oder wer am Schluss den besseren, das kleine Feature hat oder das schnellere Videostreaming. So. Lasst uns über Inhalte konkurrieren und die Ideen und die Geschichten und nicht über die Technik. Und damit das funktioniert, müssen wir natürlich vielleicht auch im Videobereich mal ein bisschen schneller machen, eben gerade nicht das Spiel der Plattformen spielen, die sagen, mehr Nutzer, mehr Reichweite, um dann am Schluss rauszugehen und eben die Werbetreibenden das Ganze zu verkaufen, sondern sie können halt sagen, okay, wir lernen vielleicht von den Verlagen und gehen gleich mal auf die Bezahlstrategie. Ne? Was nicht so abwegig ist, weil im Fernsehen wurde schon immer viel bezahlt. Wir haben die Rundfunkbeiträge, wir haben die Kabelgebühren, wir haben die Satellitengebühren, wir haben die Freischaltung für irgendwelche HD-Plus-Gedöns. Da wird schon sehr, sehr viel Geld bezahlt. Das können wir auch umleiten in neue Angebote. Von daher vielleicht ein kleiner Vorschlag. Wir können uns ja an der EU orientieren und 4 Freiheiten für Inhalte in Deutschland machen. Freie Nutzerinnen, freie Daten, freie Inhalte und freie Vergütung. Das heißt, ich kann beliebig auf die Inhalte zugehen und ich kann mir auswählen, welchen Zugang ich möchte. Ich nehme meine Daten mit, ich bekomme alles überall und im Hintergrund werden natürlich diejenigen vergütet, die die Inhalte auch bereitstellen, sodass es auch Spaß macht, Inhalte zu produzieren, weil das ist ja sicherlich auch wichtig. Was wir aber damit machen, ist, dass quasi die Aggregation von Inhalten plötzlich einen Wert von 0 hat, weil jeder hat alle Inhalte. Und damit haben wir quasi den Plattformen die Grundlage entzogen. Und das Ganze müssen wir natürlich irgendwie so machen, dass es Spaß macht. Weil was oft passiert ist, ne, wir machen diese schönen Komponenten und wir frickeln das zusammen und dann hat jeder irgendwie denkt so, oh ey, das ist jetzt echt kompliziert und macht überhaupt keinen Spaß. Das heißt, wir müssen das Ganze zusammenbinden, wir müssen dann ein Erlebnis schaffen, wir müssen was machen, was Spaß macht, wo eben wir auch gerne mitmachen und nicht sagen, okay, ich mache es jetzt nur, weil ich quasi eigentlich das für eine tolle Idee halte, aber so wirklich. Idealerweise machen wir es so, weil wir sagen, okay, es gibt eben nicht eine Lösung, sondern viele. Vielleicht mache ich die App, wo ich meine paar Vorträge reinmache, jemand anderes macht eine App oder ein Angebot, wo man Filme macht, wieder jemand anderes sagt, okay, ich fokussiere mich auf Fernsehserien, jemand anderes sagt, nee, aber meine Marke ist so stark, ich will, dass der Einstieg über meine Marke ist. Oder ich gehe dann eben her und sage, das muss unbedingt Information sein, das ist so viel wichtiger, dorthin zu gehen.
Und dann haben wir quasi einen Wettbewerb wie bei den Minecraft-Servern, wo es eben darum geht, was passt denn für mich, was passt für die verschiedenen Nutzer und nicht darüber, wer den besseren Player, die bessere App hat oder bessere Infrastruktur. Und dann haben wir dahinter den schönen Deutschlandpass und weil ich mir halt verschiedene Sachen in meine Merkliste gepackt habe, kann ich die in allen diesen Zugängen natürlich zugreifen und kann dann sagen, okay, ich schaue eben in dem Fall vielleicht den Tatort oder andere Dinge, sodass ich quasi überall die Möglichkeit habe, auf diese Inhalte zuzugreifen und die Leute dort reingehen. Und dann sind wir schon quasi bei der Verbreitung. Und das ist eben auch ein wichtiges Ding. Wir gehen oft dorthin und überlegen, okay, wir bauen jetzt hier was Schönes und wir gehen dort her und haben was Tolles gemacht und wir launchen das. Dann kommen die Nutzer ja, ne? Es ist leider nicht, wie es funktioniert. Die natürliche Reichweite im Internet ist null. Das heißt, wir haben irgendwas Tolles gebaut, niemand kommt, allen ist es egal. Und was wir hier sehen, sind die Marketingausgaben von Netflix. Die geben über mittlerweile fast 2,4 Milliarden im Jahr dafür aus, neue Nutzer zu gewinnen für ihre Plattform. Das heißt, sie haben zwar ein tolles Produkt, aber sie haben auch unglaublich viel Werbebudget, um die Leute davon zu überzeugen, dass es ein tolles Produkt ist. Und das ist was, was wir eben auch machen müssen. Wir müssen dorthin gehen und darüber reden, was wir tun, was die Alternativen sind. Und so. Dieses Budget ist mittlerweile 20% der Media-Kategorien in den USA. Also es ist wirklich massiv, was dort passiert. Und das eine ist natürlich, wir müssen hergehen und den Leuten einen Grund dafür geben, zu kommen. Wir müssen uns überlegen, was sind denn ihre Bedürfnisse? Was wollen sie denn? Was können wir ihnen bieten? Können wir ihnen Eskapismus bieten? Können wir ihnen Wachstum bieten? Können wir ihnen was bieten, wo sie sagen, ich bin verbunden mit diesem Ganzen? Oder ich möchte vielleicht einfach nur meine Stimmung gemanagt haben. Ich möchte da irgendwie dabei sein. Ich möchte runterkommen oder ich möchte mich aufregen, ich möchte mich pushen. All das müssen wir machen, sodass wir idealerweise eben auch darüber dann quasi die Herzen und auch die Köpfe der Leute bekommen. Aus meiner Sicht sind es zwei Maximen, die wir gerade bei der Verbreitung berücksichtigen müssen. Das ist einerseits müssen wir dorthin kommen, dass wir quasi die Menschen erreichen, bevor sie in den Plattform-Silos verschwinden. Dass wir sie nicht wieder irgendwie für 40 Cent für jeden Dollar, den wir haben, rauskaufen müssen von Facebook und YouTube und Co., sondern wir müssen sie erreichen, bevor sie dort reingehen. Und das Zweite ist, jeder von uns, der produziert, Inhalte hat, Medien macht, hat ja schon eine Nachfrage. Und aus dieser Nachfrage müssen wir, oder aus dieser existierenden Reichweite müssen wir eine Nachfrage für das Neue schaffen. Und das bedeutet, wir brauchen direkte Zugänge. Wenn wir Inhalte haben, müssen wir eben die Leute darauf schieben, auf diese Inhalte. Und das geht am besten, indem wir sagen, wir nehmen Technologien, die eben nicht mediiert sind durch die Plattform. E-Mail, Handynummer, Push oder eben unsere Marke. So können wir die Leute reinholen in unsere Welt, auf unsere Inhalte. Und wir können uns sicher sein, dass es unsere Nutzer sind und nicht die Nutzer von Facebook, YouTube und Co. Und das andere ist, wir müssen natürlich auch einen Pull erzeugen, dass die Leute dranbleiben. Und das schaffen wir eben, indem wir quasi klar machen, was sind denn die Werte, die hinter uns stehen? Was ist die Infrastruktur, die ist stabil? Was sind die Inhalte? Habe ich gute Inhalte drin und habe ich ein Erlebnis, das Sinn macht? Und wenn ich das habe, dann kann ich einerseits die Leute reinholen, bevor sie in die Plattform gehen. Ich habe einen Push, dann gehen sie eben in mein Angebot, bevor sie auf Facebook klicken. Und dann bleiben sie drin, weil sie dort was finden, was für sie gut ist. Und idealerweise kommen wir dann eben darüber, weil wir quasi diese Plattform so verschiedenste Zugänge machen, dass alle die, die eine Reichweite haben, sagen, okay, ich setze die ein. Ich bin vielleicht ein Fernsehsender, ich habe ganz, ganz viel lineare Reichweite oder ich bin vielleicht ein YouTuber und ich habe ganz, ganz viel digitale Reichweite auf YouTube. Und das setze ich ein, um quasi das Ganze dann in diesen Pool zu geben, wo ich dann quasi drin bin und innerhalb dieses Pools kann ich dann Neues entdecken und bin dann quasi in der neuen Plattform drin. Und so kann dann quasi auch ein neuer Anfang aussehen. Wir können eben sagen, wir kommen dann rein, haben den Push, sind dann in der App, können dort was konsumieren, können dann dort andere Inhalte finden, können dann vielleicht auch ganz andere Marken entdecken, konsumieren, können dann aber eben auch sagen, ich will vielleicht wechseln und produzieren. Und dann geht eben auch das einfach.
Und kann ich das machen, sodass wir auch da eine schöne Experience haben, die wir nutzen können? Und damit das quasi funktioniert, brauchen wir viele Menschen. Ne? Wir brauchen alle und wir müssen eben Leute finden, die quasi Werte definieren. Wir brauchen Leute, die eine Infrastruktur bauen. Wir brauchen Leute, die quasi Inhalte produzieren und finanzieren. Und wir brauchen natürlich Leute, die das ganze Erlebnis schaffen, entwickeln und optimieren. Und wir müssen auch Leute finden, die quasi überzeugen können, Herzen und Köpfe gewinnen, sodass wir quasi da gemeinsam das Ganze bauen können. Das war quasi mein kleiner Ausflug in, wie kann eine Welt aussehen jenseits der Plattform, wie können wir dorthin kommen? Vielen Dank. Also Bertram, ich glaube, du kannst bis 1 Milliarde. Ich glaube, du kannst 1 Milliarde greifen. Das war sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das war eine sehr gute Zusammenfassung der aktuellen Lage, eigentlich wie jedes Jahr. Nun bist du dieses Jahr mal einen Schritt weitergegangen und du hast konkret, sehr logisch, sehr rational sogar einen Vorschlag gesetzt. Kannst du den vielleicht nochmal ganz deutlich runterbringen, weil er nennt sich Deutschland Pass 25, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder? Ja. Ja. Also im Kern ist die Überlegung, naja, wie können wir was schaffen, wo wir die Plattform überflüssig machen und wenn wir dann eben schaffen, wir die Inhalte zu bündeln von den relevanten Leuten, die was produzieren und das verfügbar machen eben über verschiedene Zugänge, ob Apps, Webangebote und anderes, dann können wir in der Summe sehr, sehr viel Neues schaffen und eben auch gemeinsam Spaß haben im Gegensatz zu dem, wo wir eben sagen, wir gehen immer den Weg durch die Plattform. Da hast du mich auf jeden Fall getroffen, aber trotzdem kommt da dann die Frage, alles klar, was muss ich denn eigentlich für persönliche Daten abgeben, um diesen Deutschlandpass zu bekommen? Das heißt, es ist ein Regulierungsthema, wenn man das Ganze auch noch europaweit ausspinnt, auch das ist ein Thema, was wir überall hier auf der Media Convention und auf der Welt eigentlich besprechen. Wann kommt denn das ist die große Europa-Plattform? Ja. Wie melde ich mich denn dafür an? Ist das vielleicht dann plötzlich dann doch gelingt mit meiner ID, die ich ja habe und haben muss? Aus meiner Sicht müssen wir es schaffen, und das ist eher eine technische Herausforderung als quasi, oder ist eine technische Herausforderung, dass wir es eben nicht machen, dass es dann die zentrale Entität gibt, die das alles managt, sondern wir eben auf einer standardbasierten oder protokollbasierten Ding, ich sage, ich bin da Teil, ich habe, vielleicht bezahle ich auch einmal, ich habe meinen Rundfunkbeitrag bezahlt, ich habe noch meine 5 € Kabelgebühr dort rein bezahlt und damit bin ich Teil des Ganzen, habe das einmal nachgewiesen, aber eben nicht bei einem Anbieter, sondern gegenüber quasi einer Entität, die das für mich managt und so. Wenn wir, ich will jetzt nicht Blockchain und Qual machen, aber es gibt dort draußen sicherlich schlaue technische Leute, die das umsetzen können und das machen können. Aber das ist sicherlich eine Herausforderung, das hinzubekommen, dass wir dort nicht wieder eine neue Plattform sozusagen bauen, die das dann für sich beeinflussen. Das ist die Herausforderung. Daher auch die Maxime. Das klingt viel zu einfach für dich. Also okay, cool, mache ich. Bin dabei. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum an Bertram Google? Das war ein sehr weitreichender Vorschlag, muss ich sagen. Haben Sie persönlich Fragen an den Herrn Google? Sonst da vorne, dann kommen Sie bitte hier vorne an das Mikrofon. Ja. Und falls Sie zufällig Coder sind oder ähnliches und das bauen können, einfach direkt machen, oder? Bitte sehr. Hallo. Ich habe das die ganze Zeit für eine Vision gehalten und war dann total überrascht, als es auf einmal hieß, mitmachen und auf Ihre Webseite gehen. Gibt es da schon was Konkretes? Wo ich... Lauter. Soll ich reinschreien? Okay. Also ich habe das die ganze Zeit für eine interessante Vision gehalten und dann hieß es ja zum Schluss mitmachen auf Ihrer Webseite. Das klingt dann ja dann auch schon so, als ob Sie irgendwie was Konkretes vorhaben oder vielleicht auch schon so eine 09-Fassung oder 09-Fassung haben. Was ist da der Stand? Die Überlegung ist, also das wird lang dauern, das alles hinzubekommen, aber wir müssen ja irgendwo anfangen und ich dachte, nur darüber zu reden, ist ja auch wieder langweilig. Also mal schauen, wie viele Leute sich jetzt melden und dort mitmachen. Aber die Überlegung ist durchaus quasi dann die Willigen sozusagen zusammenzubringen und zu überlegen, wie das, was hier in Gedanken vielleicht hinterlegt ist, Realität werden kann. Also das ist auf jeden Fall, die genaue Ausgestaltung gibt es noch nicht. Was ich aber weiß, ist zum Beispiel, dass in der nächsten Session ein Programm vorgestellt wird,
wo ich mir zum Beispiel gerade die Zeit fördern lassen kann, um über solche Dinge nachzudenken. Also es gibt quasi konkrete Ansatzpunkte, dort weiterzudenken und auch weiterzuarbeiten. Bitteschön. Hi, ich habe eine Frage, und zwar geht es darum, dass offene Standards ja häufig sehr langsam sind in der Weiterentwicklung. Das sieht man beispielsweise bei E-Mail und bei WhatsApp. WhatsApp hat es geschafft, in der kürzester Zeit eine Vollverschlüsselung der Inhalte zumindest zu erreichen. Bei E-Mail, dass es schon viel länger gibt, hat man da zwei, ich sage jetzt mal, Ansätze, die eine minimale Verbreitung haben. Wie will man mit einem System, das propagiert wurde mit offenen Standards, trotzdem diese Agilität halten, die private Plattformen, so schlecht sie in anderen Bereichen sein mögen, dann trotzdem für sich gewinnen? Aus meiner Sicht müssen quasi die Medienunternehmen in Deutschland, die immer schreien, wir machen Netflix in Europa oder wir machen europäische Plattform, in eine Vorleistung gehen. Wir haben hier große Player am Standort, die müssen eine gewisse Initiative machen. Und es ist ja nicht so, dass das was komplett Neues ist. Wir haben Broadcasting-Standards, wir haben quasi Leute, die definieren, wie Sachen auf den Satelliten kommen und wieder runter und dass jeder Fernseher das Format abspielen kann und so. Und da müssen quasi die Ressourcen haben, erstmal in eine Vorleistung gehen und vielleicht auch, ich sag mal, die Fahne erstmal tragen, bevor dann andere aufspringen können, weil wenn wir es erstmal ganz in die Breite geben, dann ist es wahrscheinlich zu lange und zu langsam. Und ich kann persönlich zum Beispiel noch nicht verstehen, warum heutzutage noch nicht klar ist, was es braucht für einen Player, für ein schnelles Video-Hosting, dass es da draußen nicht ein Dokument gibt, wo es steht, genauso funktioniert das. Und so, das gibt es nicht. Aber jeder versucht, sein eigenes Süppchen zu kochen, statt einmal zu sagen, das sind unsere Anforderungen als Videoproduzenten an diese Technologien. Lieber Markt, liefer uns das. Lieber Bertram, ich glaube fast, dass es gibt Bewegung und die Zeit fliegt auch davon. Das war ein wirklich sehr beeindruckender Vortrag. Vielen Dank dafür. Auch nochmal der Hinweis, wenn Sie gerne mehr Informationen haben wollen, die Webseite bzw. die Informationen hast du geteilt. Ist korrekt? Ja. Ja. Ansonsten würde ich fast vorschlagen, vielen herzlichen Dank, Bertram. Wir gehen sozusagen weiter im Verlauf und du hast selber auch schon... Wahnsinn, echt. Ja. Es wäre schon ein bisschen lustig, wenn dieser Deutschlandpass kommt und der heißt dann Google, oder? Wäre lustig. Komm. Das ist mein Plan, ich will meinen Namen zurück. Ist das es ist lustig? Der Secret Plan. Ich habe mal gegoogelt, kommt Leute. Also, ey, ich finde es in Ordnung. Bertram, bis spätestens nächstes Jahr würde ich fast vorschlagen. Danke. Vielen Dank. Und gleich geht's weiter mit Inselideen hin zu gemeinsamen Visionen. Bertram hat gerade auch nochmal gesagt, dort gibt es einige innovative Gedankengänge und auch Pläne, wie man Teile von dem, was Bertram vorgestellt hat, vielleicht auch nochmal wirklich angehen kann. Also bitte gerne dabei bleiben. In 15 Minuten geht es hier weiter auf der Bühne 7. Hashtag MCB19. Ich verarbeite jetzt erstmal dieses Google-Ding. Bis später.